Hallo Leute, Takeo hier. Weiter geht es mit Assassin's Creed Valhalla. Das letzte Mal haben wir Halfdan Ragnarsson kennengelernt, der einen wirklich sehr, sehr imposanten Auftritt hingelegt hat. Und jetzt, als wir nach Doncaster zurückgekehrt sind, weil er ja irgendwas mit uns besprechen möchte, hat er gesagt, dass wir uns erstmal hier an den festlichen Beschäftigungen ein bisschen austoben sollen und dann anschließend zu ihm gehen sollten, um ja, einfach mit ihm zu sprechen. Deswegen schauen wir doch mal, was es hier so an festlichen Beschäftigungen überhaupt gibt für Eivor, an denen er jetzt teilnehmen kann. Wir können hier ein bisschen tanzen, oder? Oh, das erinnert mich an den Anfang. Da haben wir als kleiner Eivor ja auch am Fest teilgenommen. Von seinem Vater und von Sigurds Vater. Da haben wir auch schön getanzt. Oh. Wäre natürlich mit Musik ein bisschen schöner, aber ist auf jeden Fall cool. Aber es gibt doch sicher auch irgendwo Met, den wir trinken können, oder? Nur ein Narr führt lange Krieg im Winter. Aha. Ja, das kann sein, dass sie damit König Rixige gemeint haben, weil Halfdan hat ja noch irgendwie gesagt, er möchte ihn nur im Frühling angreifen. Er sollte guten, ehrlichen Met trinken, nicht diesen bitteren, fränkischen Wein. Ja, ich würde auch gern Met haben. Wo gibt's den? Du, willst du die Schnelligkeit deiner Fäuste prüfen? Ja, warum nicht? Sei gewarnt, Mann. Ich hämmere mit bloßen Händen Nägel ein und erwürge Seeungeheuer. Willst du dich trotzdem messen? Schnell und stark magst du sein, doch es ist der Rechtschaffenste, der den Kampf gewinnt. Okay, dann schauen wir mal. Was ist das denn für eine Technik? Der fest mal raufbeult. Macht der nur rote Angriffe? Da muss ich mal schauen, ob wir einfach über ihn rüber dodgen können. Er ist auf jeden Fall so seltsam wie die Typen vom PPP. Das ist echt gut, einfach. Vor allem, weil seine Angriffe so lange sind, da kann man auch relativ spät noch über ihn drüber rollen. Du hast gut gekämpft, Krieger. Aber hier endet deine Legende, Namenloser. Gut, dass wir das gemacht haben, bevor wir uns betrunken haben, aber schauen wir mal, wo sie den Met versteckt haben. Vielleicht irgendwo da oben. Hier, Däne. Versuch dein Glück beim Knochenwerfen. Darauf habe ich jetzt eigentlich weniger Lust. Ich guck mal. Das hier sieht doch ganz nach dem aus, was wir suchen. Du kannst eine Axt schwingen, aber kannst du auch ein Horn stemmen? So wie Thor die Meere schluckte, vermag auch ich, viele Hörner zu leeren. Eine kühne Behauptung. Darauf trinke ich. Okay, dann wollen wir mal. Auch schön, auch mit dem Hass da im Hintergrund. Aha. Oh mein Gott, das sind ja vier Hörner, die wir trinken müssen. Okay. Shit. Das ist schon heftig, wenn das so schnell wird. Komm schon, Eivor.
gleichzeitig. Oh, jetzt keine Fehler mehr. Ey, man hört das schon gar nicht mehr richtig. Boah. Das war wirklich knapp. Wir haben nur einen Fehler gemacht. Ach du meine Güte. Okay, den Pass erkennt man jetzt aber nicht mehr in der Ferne. Das wird doch half dann hoffentlich reichen, wenn wir jetzt mit ihm sprechen. Ich glaube, wir können uns da eh nicht daran erinnern, was passiert ist oder worüber wir sprechen. Oh. Okay. Wo steckt denn der Große? Hunde betteln nicht um Silber. Hunde wollen keine Jals sein. Doch ich bin ein Wolf. Nein, ein Wolfskönig. Ah, Eivor, komm, lass mich dir ein Wunder zeigen. All das haben wir erobert, er und ich, gemeinsam. Du genießt großes Ansehen, hast viele Schlachten in ganz Englerland gewonnen. Doch nicht allein, nein, nein. Björn Eisenseite, der furchtlose Ober, Ivar der Knochenlose, Sigurd Schlangenauge. Ja, alles große Krieger, meine Brüder. Gold ist gut und Schlachten besser, doch Ehre stirbt niemals. In den Hallen der Helden lebt ewig sie fort, auf dem Rücken des Wagemuts. Zusammen eroberten wir, zusammen mit meinen Freunden, meinem Clan, Faravid allen voran. Ein Schwert macht noch kein Heer, Eivor. Selbst ein Held braucht treue Freunde, das habe ich nie aus den Augen verloren, niemals. Hast du Platz für einen weiteren unter denen, die du Freunde nennst? Was bedeutet dir Freundschaft, Eivor? Freundschaft lässt sich nicht in Worte fassen. Sie ist ein heiliges Band, eine unzerstörbare Kette. Die Worte eines Sehers, es ist wahrlich eine Art Magie. Du windest dich wie ein Aal in einem Korbhalfter an. Wer hat dich gefangen? Freundschaft kann verderben, wie gammliges Fleisch. Nach all den Jahren wagt er es, meine Hand zu beißen. Faravid, er scheint mir ein guter und treuer Mann zu sein. Scheint, ja. So wie ein strahlender Himmel im Winter warm scheint. Aber es gibt Gerüchte über kleine Männer, die im Dunkeln Verrat planen. Hast du einen Beweis für seine Schuld? Noch nicht. Hier wirst du Teil meiner Saga. Finde heraus, ob Faravid sich gegen mich gewendet hat. Dann sprechen wir von Schwüren. Wo soll ich beginnen? Gib mir einen Anhaltspunkt. Sieh dir das an, von einem Meereseinhorn. Ich seihe meinen Met und fein damit. Ich habe von solchen Tieren gehört. Sie schwimmen unter dem Eis jenseits der Grenzen der Welt. Und ihre Hörner schützen vor Gift. Du glaubst, dass Faravid dich vergiften will? Ich fürchte, er hat es versucht. Zahllose Male. Und immer erfolglos. Du glaubst mir nicht, aber ich kenne ihn. Seine Weingeschenke, sein offenes Lächeln, sein Neid, seine Ränke. Finde die Wahrheit, grabe seine... Bringe seinen Verrat ans Licht.
Warum betraust du mich mit dieser Aufgabe? Jofavik, du hast den Machenschaften von Audern und seinem Ratten hier ein Ende gesetzt. Das schaffst du hier auch. Wie ein gutes Schwert hat auch die Ehre zwei Schneiden. Ich helfe dir. Faravid ist auf dem Weg zu seinem Lagerfluss aufwärts. Schließ dich seinem Kriegstrupp an und suche so, dass er nichts merkt. Und wenn ich nichts finde? Wenn er ein guter und treuer Mann ist? Das wäre besser, viel besser. Nun gut. Ich finde, was ich finde und kehre dann zurück, mein Freund. Lass dich von Faravid nicht täuschen. Er verheimlicht etwas. Darum geht es ihm also. Ich finde die Dialoge richtig gut. Also auch das hat mir sehr gefallen, weil Eivor einfach auch immer die richtigen Fragen stellt. Also er fragt tatsächlich, warum sollte er das tun und was er denn befürchtet. Er braucht Anhaltspunkte und alles. Also. Hä? Was ist denn das hier? Ach, eine Abkürzung nach unten. Okay. Ja, und das gefällt mir einfach, weil das ist halt auch das, was wir uns selbst auch fragen. Ne? Warum sollte Eivor jetzt da gerade er das machen? Aber klar, durch die ganzen Vorfälle in Jofavik ist das natürlich verständlich, dass wir da einen guten Ruf genießen. Und da hoch müssen wir jetzt also. Dann würde ich mal sagen, wir reiten von Unlives Ausblick los, hier rüber, schnappen uns die Schätze, die dort sind, und vielleicht drehen wir dann hier auch einfach so eine kleine Runde. Ich denke, das passt uns ganz gut. So, und während wir mal hier rüber reiten, können wir auch überlegen, was wir denn für ein Motiv haben hier in Jofavik Shire. Könnte wieder Ehre Verrat sein, aber ich glaube, sowas ähnliches hatten wir schon in Schrobeschir. Vielleicht auch Gesundheit. Dieser Ort wird gut bewacht. Oh je, was haben die denn hier gemacht mit den Bewohnern? Seid ihr Pikten? Wenn ja, dann schnappe ich mir jetzt eure Schätze. Sind hier noch welche? Oh. Kommt raus. Möge das Schicksal dir gewogen sein. Und hier müsste irgendwo eine kleine Truhe für uns sein. Perfekt. Oh, wie ich sehe, hat es auch hier einen Spieler erwischt. Gleich da vorne. Hati hat sich da auch sehr gut versteckt. Okay, das haben die nicht mitbekommen. Da hinten sind die anderen. Der da hat mich gesehen? Wirklich? Also wenn sie hier im Gras sind, dann sind die echt gut getarnt. Okay, und der andere Schatz ist da unten. Guck mal kurz, wo der Spieler ist, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier eh mit allen aufräumen werden. Oh, der ist
Richtig krass. Jetzt hat er sich auch irgendwie noch vergiftet. Oder gebufft. Oh, ja, gebufft. Gebufft ist das richtige Wort. So, du hast noch den Schatz, den wir wollen. So, und wer ist noch mutig? Du. Oh ja, ein Tungstenbarren. Hier haben die ganzen Gegner irgendwie alle gelbe Namen. Das sind richtig starke. Nur nicht so schüchtern. Am Haus versteckt sich auch noch jemand. Lässt sich aber von den Pfeilen abschießen, okay. Und hier ist der Spieler. Big Schlong Josh. Okay. Na dann, rächen wir den guten mal. Wo bist du? Ach, ins Haus gerannt. Das ist natürlich auch gut. Sinnen. Kannst du mal. Vielen Dank. Ach, da kommen die ganzen Messer geflogen. So, das müssten jetzt aber alle gewesen sein. Hoffentlich gibt's eine Rune. Ja, ich glaube, bei dem müssen wir den Tod nicht bestätigen. Ihm fehlt ganz eindeutig der Kopf. Dein Mord wurde gesühnt. Jetzt kannst du ruhen. Oh, da ist aber noch einer. Raus aus dem Gras. Der letzte Schatz war auch irgendwo hier unten. Gucken wir mal, wie wir da rankommen. Vielleicht gibt es hier ja doch irgendwie einen Weg von einem der Häuser. Ah, das sieht gut aus. Okay, und noch ein Tungstenbarren für uns. Dann haben wir nur noch da einen kleinen Schatz und dann hier oben. Hier sind ja immer noch welche.
Ja, ich überlege auch gerade, ob Farawit tatsächlich ein Verräter sein könnte, weil eigentlich hat er uns ja in Jovovik auch geholfen, die Rote Hand zu besiegen, beziehungsweise er war jetzt nicht aktiv gegen uns. Von dem her weiß ich nicht. Oder er hat gemerkt, dass die Rote Hand keine Chance hat und sich deswegen nicht gegen uns gestellt. Ist natürlich auch möglich. Aber anscheinend, wir haben das ja schon irgendwie mitbekommen, es half dann irgendwie krank. Und vielleicht möchte er seine Medizin nicht nehmen, wie so ein, ja, großes Kind, das irgendwie seine Medizin nicht nehmen möchte. Wer weiß, also da wäre ich mal vorsichtig. Oh, wir sind auch in Snottinghamshire. Ach, da sind schon wieder andere Reichtümer. Na gut, die sind uns tatsächlich egal. Dann würde ich sagen, ziehen wir einfach hier hoch zum Kloster und kümmern uns um die Sachen, wenn wir einfach irgendwann hier in Snottinghamshire sind. Sieht aber auch hier wieder ganz schön aus. Ich mag es auch, wie man die Kälte sieht. Ja, also von den Gebieten hier in Englerland gefällt mir Jovovikshire am meisten. Ich weiß nicht, ob es an Asgard oder an Jötunheim rankommt, aber so von den unterschiedlichen Wäldern, von der Landschaft, von der Kälte und dem Schnee, das ist hier ein sehr, sehr guter Mix. Und auch hier haben wir wieder ein sehr schönes Kloster. Ja, ich glaube, wenn wir hier schon ankommen, dann können wir auch gleich mal plündern, Kloster Elmet. Oh oh. Der hat angefangen. Kommen da schon die... Uah, ein tollwütiger Wolf. Das hatten wir auch noch nicht, dass ein... Wolf einen Namen hatte. Außer vielleicht Fenrir. Okay, und ein Wolfsmeister, ich verstehe. Richtig gemein. Hey, war noch in der Animation. So, rufen wir mal Verstärkung. Ui, da ist der Meisterschütze einfach runtergefallen. Was haben wir denn hier für Schätze? Gucken wir mal kurz.
auch richtig viele. Wow. Das leuchtet einfach hier so extrem. Hier in der Hütte müsste was sein. Oder zumindest irgendwo hier in der Nähe. Ah ja, das hier. Ist hier noch jemand? Ja, am Fluss. Dann stürmen wir mal das Kloster. Also auch ein richtig großes. Oh ja, hier sind sehr viele Gegner. Aber es sieht auch so aus, als hätten die Pikten das eingenommen. Weil das sind hier alles keine Wachen. Sondern das sind auch alles Räuber. Wow. Oh Gott, die haben sogar Wildschweine. Was soll das denn? Oh nein, oh nein. Au, ja klasse. Was ist das denn hier für ein Gemetzel? Kümmert euch zuerst um die Wildschweine. Ein Schlitzohr. Hatten wir die Gegner auch schon mal gesehen? Ach, das waren die mit diesem komischen Dolch. Komm her, Macbeth. Oh, jetzt hat er sich wieder gebufft. Richtig krass. Das hätte ich nicht erwartet, dass das hier so extrem abgeht. Da ist noch ein Wildschwein, ich sehe es. Okay, da drin ist noch eine Kleinigkeit. Oh oh. Also ich glaube, so sehr mussten wir uns noch nie anstrengen, hier ein Kloster zu plündern. So, sonst ist hier nichts mehr. Das heißt, ich überrasche sie mal. Ja. Und alle mit ihrem Feuer. Das können wir natürlich auch. Da kam der Uppercut. Können wir das brennende Schwert werfen? So, irgendwo da unten ist noch was. Und auf der anderen Seite auch noch. Anscheinend irgendwie oben auf dem Dach. Okay. Gucken wir mal, wie wir da am besten hinkommen. Da drüben. Ui, Eivor. Also irgendwo hier oben.
Sehr schön. Und gibt es hier einen Brief zum Lesen? Nein. Dort! Da muss ein Schatz sein! Mhm, hier ist er auch schon. Ich brauche Unterstützung! Okay. Viel Rohmaterial für Hefnertop, das ist gut. Und dann noch die anderen zwei Schätze. Aha. Das ist mal ein Schatz. Ich brauche hier mal Hilfe. Ich glaube, der letzte war irgendwie unter uns. Das heißt, wir nehmen mal hier den Weg, den wir gerade gesehen haben. Auf der anderen Seite. Da können wir auf jeden Fall was aufschießen. Also. Geht das hier noch weiter runter? Spannend, wo kommen wir denn hier raus? Großartig. Ah, wieder so ein kleiner Fluchtweg. Okay. Dann schauen wir mal, dass wir den da auch noch ausschalten. Lass die Deckung oben! Mit seinen eigenen Waffen geschlagen. So, und da unten haben wir was aufgeschossen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich irgendwie... ja, von hier da reinkommen. Hier lohnt es sich zuzugreifen. Komm mal kurz her! Sehr schön. Das war mal ein Raubzug. Gut gemacht, gut gemacht. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Und dann würde ich sagen, machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann, Leute. Macht's gut. Ciao.